bin spazieren gegangen in Hamburg. Nicht heute, aber vor 2 Tagen. Wir waren gestern in Schwerin. Da habe ich in eine kleine Pension gewohnt, in der Nähe von Rathaus. Gar nicht teuer und super süß. Gut, die Toilette sind im Gang, aber kann man ja auch machen. Man schläft ja Leute, weißt du, man kennt ja. Wenn man Single ist, gar nicht so schlecht. Und total süß. Und das ist neben, kennst du Werner Krieger von Hamburg, kennst du das Café de Paris? Ja. Ist das nicht herrlich? Da habe ich gefrühstückt und Mittag und Abendessen. Süß, ja. Nicht so teuer es geht und es sind natürlich viele Leute, aber das ist eine schöne Atmosphäre und das ist direkt nebenan. Und dann bin ich spazieren gegangen in Hamburg und ich habe mich erinnert an die alten Zeiten. Es gibt einen kleinen Ort, wo wir wieder ganz, ganz lange her hier gesungen haben auf die Straße und die Hamburger, ihr wart verrückt. Die Polizei kam und ihr müsst weg, Kinder, ja. Und nee, das Publikum sagte, nein, auf keinen Fall, ihr müsst weg. Das war wirklich, die haben das noch nie erlebt, ja. Und der ganze Publikum stand da und sagte die Polizei sofort weg, ja. Also, es war keine Diskussion, ja. Die haben das noch nie erlebt. Und jetzt sing mal, Kinder, und wir so, okay. Ah, unglaublich, also die Hamburger waren immer unwahrscheinlich besonders, also. Und eure Stadt ist richtig schön geworden. Ich war natürlich auch bei Zara. A&M und so. Aber ich habe nichts gekauft. So. Wisst ihr, wie das geht? Mittels. Nee. Ein Portemonnaie nee. Mitnehmen. Okay. Nein, ihr habt eine wunderschöne Stadt. Und das nächste Lied ist ein bisschen traurig. Jeder hat ein Leben. Trauriges und geht auf und ab. Und das war in dieser Zeit, in 78, 79, 80. Mein Vater wurde von großen Chefen, vom Polydor damals, eine große Plattenfirma, eine der Majors der Zeit, angesprochen. Die wollten uns sehr berühmt in Amerika und Japan und so einen Film aus uns machen und so weiter. Einen großen Vertrag bekam er angeboten. Mein Vater lehnte es ab. Er sagte, nein, das ist nicht, was ich mir für meine Familie vorstellen kann. Und etwas später, ein halbes Jahr später, erfuhren wir, dass unsere Mutter erkrankt war. Es ging alles sehr schnell.